Ja, moinsen meine lieben Heli-Freunde, ich grüße euch. Ja, was hat denn Olli Paddelflieger da jetzt wieder für einen Exoten gekauft? Mein Gott, das ist ein Allies Rush 750. Allies, wie das auch immer ausgesprochen wird. Ja, Mensch, die Kiste hat mich schon immer interessiert. Finde ich völlig geil. Auch die Mechanik, Landegestell und so, ich finde ich super geil, wollte ich schon immer haben. Nur leider sind die 2020, glaube ich, aus dem Geschäft komplett raus und das Modell, das war eben gewesen 2012, 13, 14, 5 bis 15 irgendwie, das war die Hauptzeit, wo dieses Modell geflogen wurde. Ist mir egal, ich habe die Mechanik bekommen. Das ist jetzt ein 700er, so wie er hier steht, aber Olli will daraus ein 800er machen. Da gab es ein Extension Kit und ich habe ein Heckrohr bekommen. Da ist auch die Starrantriebswelle drin und die Anlenkung für das Heck, für das Heck. Dann haben wir hier noch die Heckstreben für den 800er, dass ich daraus einen 800er machen kann. Ersatzteile gibt es dafür so gut wie gar nicht mehr. Und jetzt fragt ihr euch ja, Mensch, warum holst du denn wieder so einen Mist, wo es wieder keine Teile für gibt? Aber Olli Paddelflieger war bemüht, in Europa rumzusuchen und ich habe noch ein bisschen was an Ersatzteilen gefunden. Hauptzahnrad und Autorotationszahnrad und sämtliche Kegelräder. Hier haben wir noch Blattlagerwelle, Dämpfungsgummis, alle Kugellager, Drucklager. Im Prinzip habe ich hier fast alles, außer einer Sache. Eine Sache finde ich nicht, bekomme ich nicht mehr, nirgendwo mehr. Vielleicht hat der ein oder andere noch Teile davon liegen. Ich brauche eine Hauptrotorwelle noch als Ersatz. Das würde mich zutiefst befriedigen. In meiner Ruhe dann, dass ich wenigstens noch einmal eine Hauptrotorwelle habe. Ansonsten, wie gesagt, habe ich alles eigentlich da, alles Nötige. Ich werde das Ding komplett zerlegen, reinigen, richtig picobello machen, dass die Kiste aussieht wie neu. Wenn da gegebenenfalls irgendwelche Kugellager gewechselt werden müssen, Drucklager ausgenudelt ist oder beziehungsweise der Dämpfungsgummi, wird das von mir ausgetauscht. Ich habe alles hier und dann werde ich dann ein richtig geiles Geschoss draus machen. Da freue ich mich tierisch drauf. Ich werde ihn erstmal reinigen, zusammenbauen und dann komme ich mit einem Video wieder und zeige euch, welche elektrischen Komponenten ich dafür ausgewählt habe, was da rein soll. Bis dahin, meine lieben Heli-Freunde, wünsche ich euch erstmal alles Gute. Ich hoffe, ihr habt auch ein kleines Sommerprojekt oder geht ordentlich fliegen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Hobby und bis zum nächsten Video, wenn ich das Dingens hier zusammengebaut, gereinigt habe, bevor ich die Elektrik einbaue. Komme ich mir noch mit einem kurzen Video noch einmal wieder. Bis denn, euer Olli Paddelflieger. Ciao, ciao, ciao.